zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir kümmern uns heute um Pattern, und zwar um das sogenannte Factory Pattern. Da sollen wir uns ein bisschen genauer anschauen und sehen, dass es da ja unterschiedliche Ausprägungen von der Idee einer Factory gibt. Und im Wesentlichen gucken wir uns das eben auch an, wie das jetzt von der Gang of Four eben auch interpretiert wurde und wie das auch mitunter in Prüfungen hin und wieder mal drankommt. Damit wir das Ganze irgendwie sinnvoll zusammenschustern können, müssen wir uns erstmal ein paar Vorüberlegungen machen. Und zwar, ich habe das Ganze in einen gewissen Kontext eingebaut, und dieser Kontext besagt, dass ich jetzt irgendeine Applikation habe mit irgendeiner Funktionalität. Es ist erstmal egal, was es für eine ist. Auf jeden Fall diese Applikation, die kann ich starten. Und während des Laufens dieser Applikation muss irgendein Logfile geschrieben werden. Sagen wir mal, ich würde gerne ein JSON-Logfile haben. Oder ich möchte ein Logfile als CSV haben oder irgendein anderes Logfile. Und die Idee ist jetzt, dass ich jetzt hier irgendeine Struktur habe, die es mir ermöglicht, möglichst flexibel entweder zu entscheiden, womit ich logge, oder entsprechend es festzulegen, womit ich logge. Das müssen wir jetzt einfach mal so im Hinterkopf halten, und das zieht sich jetzt durch diese ganze Präsentation durch. Beginnen wir mal mit dem direkten Weg, um zu sehen, dass eben sozusagen unsere Standardwerkzeuge der Objektorientierung für dieses Szenario jetzt nicht so ganz optimal sind. Schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt hier eine Klasse, CSV-Logger, mal geschrieben. Die soll einfach jetzt ein CSV-Log-File erstellen. Das packe ich jetzt in ein eigenes Package rein. Das ist das Package für alle meine Logging-Funktionalitäten. Und ich habe jetzt hier einfach ein paar Informationen, hier in dem Fall einfach als String den Filenamen, also Complete Filename habe ich das genannt, weil der Pfad da auch mit drin ist. Und der Konstruktor, der kümmert sich jetzt eben um alles, was ich brauche, in dem Fall einfach um die Erstellung des Filenamens, also um den Ort, wo es hingeloggt werden soll. Dann die eigentliche Funktion DoLog, die braucht jetzt irgendeine Konstruktion, mit der ich jetzt einen Textfile schreiben kann. Ich habe das jetzt hier jetzt einfach mit dem Buffered Writer, mit diesem automatischen Resource Management gemacht von dieser erweiterten I/O-Bibliothek von Java. Ich kann es mit jeder anderen auch machen, das ist egal. Ich habe jetzt einfach nur das genommen, was am wenigsten Code braucht. Und hier unten schreibe ich jetzt mit Hilfe dieses Buffered Writers direkt meine Message einfach rein. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier über die Parameterliste von der DoLog-Methode ein Timestamp bekommen, eine Message und irgendein Type, und das wird jetzt einfach nur im File abgeladen, und dann wird eben das Ganze entsprechend wieder zugemacht, und damit ist der Log-Eintrag durchgeführt worden. Der JSON-Logger macht im Prinzip nichts anderes. Der einzige Unterschied ist halt, dass hier der Buffered Writer jetzt ein bisschen mehr formatierteren Text auswirft, eben in dem normalen JSON-Format. Ich habe jetzt hier keine Bibliothek verwendet, weil für diese einfache Geschichte reicht es hier vollkommen aus. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich zwei identisch funktionierende Logger, die beide einen Konstruktor haben, der den Filenamen aufnimmt. Beide haben die DoLog-Methode, und der eine loggt halt den CSV-File raus und der andere in JSON-Format. So, in meiner Applikation muss ich jetzt sagen, was ich eigentlich nutzen möchte. Also ich habe wieder ein eigenes Package, um mich entsprechend von dem anderen Package abzutrennen. Dann importiere ich jetzt meinen Logger, also aus diesem anderen Package, wo ich eben diese anderen beiden Klassen hinterlegt habe. Und hier sage ich jetzt, okay, ich erzeuge jetzt einen Logger, und ich muss mich jetzt entscheiden, welchen Logger ich nehmen möchte. Ja, also ob ich jetzt einen CSV-Logger oder einen JSON-Logger durchführen oder nutzen möchte. In dem Fall nutze ich einen CSV-Logger. Das heißt, ich erzeuge ihn und kann dann hier in irgendeiner Form einen Log-Eintrag machen. Das ist jetzt mal so die grundsätzliche Idee. Jetzt gibt es auch ein kleines Problem.
Gehen wir mal von folgendem Szenario aus. Also ich möchte gerne in meiner Applikation den Logging-Typ eingeben. Ja, also ich habe irgendeine Eingabemaske und jetzt sage ich möchte CSV oder JSON. Das heißt, nicht während dem Schreiben des Codes lege ich den Logging-Typ fest, sondern der Anwender, der User macht das. Und damit das Ganze eben funktioniert, sage ich, okay, was hat er denn, CSV oder JSON? Und wenn es CSV ist, dann muss ich sagen, okay, mein Logger ist ein CSV-Logger. Und wenn ich jetzt JSON eingegeben habe, dann muss mein Logger eben ein JSON-Logger sein. Und dann habe ich noch einen Default-File und ich sage einfach, okay, wenn er irgendeinen Quatsch angibt, dann soll er einfach standardmäßig den CSV-Logger verwenden. So, und danach soll er jetzt hier an der Stelle eben sagen, okay, MyLogger soll jetzt das Logging ausführen. Das ist jetzt mein Wunsch. Ja, mein Wunsch ist, ich möchte während der Ausführung des Programms erst festlegen, welche Logging-Art ich eigentlich verwenden möchte. So, so müsste das Ganze jetzt im Klassendiagramm aussehen. Das heißt, meine Applikation möchte eben mit dem JSON-Logger oder dem CSV-Logger dynamisch, sage ich jetzt mal, interagieren. Jetzt haben wir hier aber ein Problem, weil wir sind jetzt hier, sagen wir mal, wir machen das Ganze in Java, so ist ja mein Code ausgelegt gewesen, wir machen das mit einer statisch typisierten Programmiersprache. Das bedeutet, diese Variable MyLogger kann gar nicht existieren, weil sie einmal eben einen CSV-Logger und einmal einen JSON-Logger beinhalten soll. Das heißt, so kann es nicht funktionieren. Wir müssen jetzt hier, ich sag mal, unser Wissen über Polymorphie ausgraben, damit das Ganze eben überhaupt sinnvoll funktioniert. Das Ganze löse ich jetzt über ein Interface. Das heißt, ich mache ein Interface, das heißt jetzt Logger, und dort ist lediglich die Methode DoLog drin. Mehr brauche ich hier an der Stelle jetzt erstmal nicht. So, die beiden Ausprägungen, also JSON und CSV-Logger, die implementieren dieses Interface. Und damit kann ich jetzt eben entsprechend meine Applikation realisieren. Bauen wir das Ganze jetzt mal in den Code ein. Ich beginne jetzt mit dem Interface und zwar erzeuge ich jetzt eine Variable, MyLogger. Dort möchte ich jetzt meine Logger reinlegen und die ist jetzt vom Typ Interface. Das heißt, dieses Logger Interface legt mir jetzt lediglich fest, dass eben die Methode DoLog existieren muss und nachdem sowohl JSON-Logger als auch CSV-Logger dieses Interface implementieren, kann ich beide Objekte oder Objekte von beiden Klassen dort reinlegen. Deswegen haben wir dieses Interface jetzt gebaut. Als nächstes gebe ich eben oder frage ich den User, welchen Logger möchtest du eigentlich haben? Und der kann jetzt sowohl JSON als auch CSV eingeben. Gut, und jetzt überlegen wir einfach oder jetzt machen wir einen Switch Case und sagen, okay, wenn das jetzt JSON ist, dann soll ein JSON-Logger erzeugt werden und wenn der User CSV eingegeben hat, dann soll der CSV-Logger eingegeben oder erzeugt werden und Default wäre jetzt auch CSV-Logger. Also ich hätte mir jetzt diesen Case über dem Default, also den CSV-Case auch sparen können, aber somit bin ich jetzt zumindest mal in Line mit dem Struktogramma. Wie gesagt, zur Not kann man sich das auch sparen. Das hat jetzt eher so ein bisschen dokumentatorische Zwecke. Okay, das heißt, je nachdem, was der User gewählt hat, erzeuge ich jetzt einen JSON-Logger oder einen CSV-Logger und die darf ich ja, wie vorhin schon erwähnt, beide in die Variable von Typ Logger reinlegen, weil eben beide Objekte von einer Klasse entstammen, die eben dieses Interface implementieren. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass das jetzt die einzige Stelle ist in dem gesamten Projekt, im gesamten meinem Code, an der ich überhaupt nur noch die Information habe, dass es einen JSON oder einen CSV-Logger gibt. Alles andere ist jetzt unabhängig von der Klasse JSON-Logger oder CSV-Logger, weil die Nutzung der beiden Objekte, JSON- oder CSV-Logger-Objekte, die wird ausschließlich über die Variable MyLogger realisiert und dort eben nur durch den Aufruf von der Methode DoLog. Ja, das ist ja das eigentliche Prinzip der Polymorphie.
dass ich hier eben in der etwas höher liegenden Klassenebene meine Variablen reinlege und dann nur durch die Erzeugung der Objekte festlege, was eben in der Variablen drinsteckt und das dann die Funktionalität bestimmt. So, und nachdem das die einzige Stelle ist, wo wir noch die Informationen von JSON-Logger und CSV-Logger haben, kann ich das Ganze jetzt streng genommen auch auslagern in eine andere Konstruktion. Und das mache ich jetzt im Rahmen einer sogenannten Factory-Methode. Eine Factory-Methode ist eine Methode, die ein Objekt zurückgibt, basierend auf eines Calls. Das heißt, in unserem Fall, ich möchte ja entweder einen JSON-Logger oder einen CSV-Logger zurückbekommen. Aufgrund der Polymorphie-Regeln kann ich jetzt hier eben eine höher liegende Elternklasse als Rückgabeklasse definieren, nämlich die Klasse Logger. Und nachdem ich jetzt keine Instanzinformationen benötige, sondern alle relevanten Informationen über die Parameterliste meiner Factory-Methode übergeben kann, brauche ich hier keine Instanzmethode, sondern kann das Ganze statisch realisieren. Also reine Factory-Methoden sind meistens statisch. So, die Parameterliste muss jetzt alles das übernehmen, was die Konstruktoren verlangen, nämlich File Path und File Name und zusätzlich jetzt noch den Type. Der Type ist genau das, was mein User vorhin eingegeben hat, eben JSON oder CSV. Ich habe jetzt hier mal auf ein Default verzichtet, weil in dieser Situation wäre es aus meiner Sicht sinnvoller, das als Error Handling zu fahren, wenn ich irgendeinen Typ angebe, der nicht bekannt ist. So, also basierend auf diesem Parameter rufe ich jetzt meine beiden Konstruktoren auf, also entweder JSON oder der CSV-Logger. Das ist genau der Code, den wir vorher in der Main-Methode oder in der eigentlichen funktionalen Methode hatten. Den habe ich jetzt sozusagen hier ausgelagert. Und das ist die ganze Idee einer Factory-Methode. Sie kapselt Konstruktoren, sodass ich die Konstruktoren nicht in dem eigentlichen Code nutze, sondern eben über die Factory-Methode auslagere. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt vom Typ JSON oder CSV-Logger haben möchte, dann mache ich das nicht über den direkten Aufruf des Konstruktors, sondern eben über diese Factory-Methode. Und jetzt könnte ich theoretisch die Konstruktoren von JSON-Logger und CSV-Logger noch als Package, also mit dem Zugriffsmodifizierer-Package dann noch versehen, dass eben keiner, der nicht innerhalb meines Packages MyLogger den Code schreibt, über die Factory gehen muss. Aber das sind jetzt hier nur Implementierungsdetails. Gut, von der Nutzung her sieht das Ganze jetzt so aus, dass ich jetzt hier wieder meinen Input-Dialog mache und dass ich jetzt hier meinen Logger eingebe und jetzt hier den Typ einfach übergebe in meine Parameterliste und dann sage ich einfach nur, MyLogger ist und liebe Logger Factory, gib mir bitte den passenden Logger. Das ist alles. Ja, das heißt, an der Stelle finden wir jetzt in meinem Package, also My Application Package, keinerlei Konstruktoraufruf mehr. Und interessanterweise, außer dem String, den ich jetzt hier eingebe über die Show Input Dialog Konstruktion, wo ich jetzt eben JSON oder CSV eintrage, keinerlei Informationen mehr, ob es jetzt ein JSON oder ein CSV-Logger ist. Um die Tragweite des Ganzen jetzt nochmal zu klären oder nochmal transparent zu machen, baue ich jetzt mal einen weiteren Logger. Und zwar einen XML-Logger. Ja, also der implementiert jetzt auch wieder mein Interface und macht jetzt auch wieder irgendwelche Loggerstrukturen. Da möchte ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Ich mache hier einfach anstatt ein JSON-Format, also ein XML-Format, einfach um mich jetzt von CSV, JSON einfach ein bisschen abzugrenzen. Das heißt, ich habe jetzt mein drittes Logging-Format in Form von XML. So, diese Klasse implementiere ich jetzt in dem Package MyLogger. Und in der Logger Factory ergänzt sich das jetzt. Das heißt, ich habe jetzt einen weiteren Case XML. Das heißt, in
Dem Package MyLogger ergänze ich jetzt die Klasse XML-Logger. Ich ergänze meine Factory-Methode um eben XML, kompiliere das Package neu und könnte es theoretisch an den Kunden ausliefern. Und wer auch immer jetzt dieses Package verwendet, muss jetzt in diesem Code, also in seiner Funktionalität, im Package My Application, nichts ändern. Also ich habe keinerlei Code-Anpassung mehr. Ich muss nur die Bibliothek austauschen. Und dann, wenn ich jetzt hier in diesem Codebereich einfach anstatt JSON oder anstatt CSV XML eingebe, dann wird mir die Logger Factory tatsächlich einen XML-Logger entsprechend realisieren. Das heißt, dieser Code, der muss nicht mehr angefasst werden, obwohl ich einen neuen Logger hinterlegt habe. Ja? Und das ist eben der Vorteil des Auslagerns von Konstruktoren in eine Factory. Und deswegen nennt man das Factory, weil eben die Erzeugung an einem zentralen Punkt ausgelagert wird. So, also das war jetzt die Factory-Methode. Gehen wir nochmal ganz kurz die Eigenschaften durch. Die Factory-Methode ist in aller Regel eine statische Methode, weil wir alle notwendigen Informationen über die Parameterliste reinkriegen. Sie kapselt die Konstruktoren. Das kann ich dann so weit machen, dass ich eben auch die Zugriffsmodifikatoren von den Konstruktoren auf die Ebene Package stelle, sodass keiner, der außerhalb meines Packages codiert, diese Konstruktoren überhaupt aufrufen kann. Und diese statische Methode erwartet dann eben auch den Parameter zur Auswahl des Konstruktors. Das war unser Type. Und was dann eben zurückgegeben wird, ist ein Datentyp des Interfaces oder der Elternklasse, Stichwort Polymorphie, damit ich eben in der Lage bin, unterschiedliche Objekte oder Objekte unterschiedlicher Klassen, genauer gesagt, eben über diese Factory-Methode zurückgeben kann. Es gibt Leute, ich glaube auch in diesem Gang-of-4-Buch wird es auch als einfaches Factory-Pattern bezeichnet. Oftmals wird es aber eben nicht als eigenes Pattern geführt. Also in dem besagten Buch ist es auch nur eine Randnotiz. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Design-Pattern nach Gang-of-4 bezeichnen. Es ist aber ein Pattern, was wir relativ häufig tatsächlich in der Praxis sehen, wenn wir eben irgendwelche dynamischen Erweiterungen machen können. Stellen wir uns vor, ich habe ein Grafikprogramm und in diesem Grafikprogramm habe ich jetzt irgendwelche Grafikobjekte und ich möchte nachträglich die Liste der Grafikobjekte erweitern, dann könnte ich das eben tatsächlich über so ein Pattern realisieren. So, kommen wir nun zum eigentlichen Factory Pattern. Also wenn wir in irgendeinem, ja, im Internet irgendwo Factory Pattern eingeben, landen wir meistens genau bei diesem Pattern. Das ist auch tatsächlich ein Gang-of-4-Pattern, was relativ häufig auch zitiert wird. Wenn ich das in irgendwelchen Literaturbüchern nachgucke, dann wird es meistens nicht mit Loggern, sondern mit einem abstrakten oder allgemeinen Produkt, konkreten Produkt und so weiter spezifiziert. Da kommen wir gleich am Schluss nochmal drauf. Ich bleibe jetzt hier aber bei unserem Beispiel mit dem Logger. Das heißt, ich habe jetzt hier kein allgemeines Produkt, sondern eben den allgemeinen Logger. Das ist ein Interface meistens. Das heißt, ich habe hier das Interface mit der relevanten Funktionalität, eben DoLog. Das muss nicht immer nur eine Methode sein, das können auch mehrere sein. In unserem einfachen Beispiel ist es einfach mal die Funktionalität, die ich brauche, und das ist beim Logger einfach mal nur Loggen. So, dann habe ich meine konkreten Logger. Das ist der CSV-Logger und der JSON-Logger. Könnte ich jetzt den XML noch dazu packen, aber das ist jetzt erstmal egal. Das steht jetzt einfach nur beispielhaft für alle möglichen Logger, die ich eben nutzen kann oder nutzen möchte. Die implementieren jetzt tatsächlich diese Do-Log-Methode auf eben die jeweils spezifische Art und Weise. Und jetzt kommt ja streng genommen die wesentliche Klasse und das ist die Logger Factory. Wir werden gleich nochmal sehen, dass es eigentlich nicht immer die Idee ist, es wirklich Logger Factory zu nennen. Das werden wir dann auch gleich noch sehen, warum das so ist. Aber entscheidend ist, diese Logger Factory, die ist erstmal abstrakt, weil es eben genau
eine Methode gibt, die abstrakt sein muss, nämlich die Get-Locker. Und wie wir hier sehen, jetzt im Gegensatz zur Factory-Methode, hat diese Get-Locker kein Parameter mehr. Ja? Das heißt, es ist einfach nur Get-Locker. Das heißt, diese Idee, dass ich über die Parameter mein Konstruktor auswähle, die gilt hier nicht. Das ist sozusagen der wesentliche Unterschied. Deswegen darf man diese beiden Ansätze nicht verwechseln. So, also ich habe jetzt hier meine abstrakte Methode getLogger und die tatsächliche Implementierung, also die reale Factory, die implementiert jetzt eben diesen entsprechenden getLogger, diese entsprechende getLogger-Methode. Die kann statisch sein, die kann als normale Instanz rein oder realisiert werden. In unserem Fall muss es eine normale Instanzmethode sein. Warum? Weil die wesentliche Information, eben die Filenamen-Information über den Konstruktor reinkommt und dementsprechend muss der GetLogger hier oder darf er nicht statisch sein. Aber das gilt jetzt hier für diese ganz spezielle Situation. Gut, schauen wir uns das mal im Code an. Ich habe jetzt hier meine Main-Methode und hier erzeuge ich jetzt eine Factory. Und hier sage ich, ich hätte gerne eine CSV-Locker-Factory. Okay, mit dem Filenamen, dem Pfad und so weiter, so dass ich meinen File tatsächlich erzeugen kann. Das heißt, ich lege hier bei der Erzeugung der Factory fest, womit ich in Zukunft arbeiten möchte. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, womit ich in Zukunft, also während der Nutzung, arbeiten möchte. Hier geht es nicht darum, dass ich zur Laufzeit dem User die Entscheidung geben möchte, was er denn nutzen möchte, weil dazu bräuchte ich jetzt wieder eine Factory, die per Parameter läuft, sondern ich möchte hier im Code festlegen, pass auf, ich nutze meine MyLogger-Bibliothek und aus dieser MyLogger-Bibliothek hätte ich jetzt gerne den Funktionskomplex, sage ich mal, CSV-Logging. Ja, und deswegen baue ich mir jetzt hier meine Logger Factory auf. So. Dann kann ich sagen, ich hätte jetzt gerne einen Logger. Und sage ich, liebe Logger Factory, gib mir bitte den Logger. Ja, und dann erzeugt der in dem Fall einen CSV-Logger, weil das die CSV-Logger Factory ist. So, werfen wir einen kurzen Blick auf die abstrakte Logger Factory Klasse. Diese Logger Factory Klasse hat jetzt hier diese abstrakte Methode getLogger, wo wir eben gesagt haben, ja, erst in der realen Implementierung einer Factory können wir diese Methode festlegen. Wir werden gleich sehen, dass dort eigentlich bei der CSV Factory und bei der JSON Factory lediglich der Konstruktor aufgerufen wird, eben ein CSV Logger oder ein JSON Logger zu erzeugen. Mehr steckt da nicht drin, gucken wir uns gleich an. So. Jetzt kommt noch was Besonderes. Wir sind jetzt hier zwar in der abstrakten Klasse, wo wir noch gar nicht wissen, ob jetzt in dieser GetLogger ein CSV oder JSON-Logger zurückgegeben wird, aber wir können diese abstrakte Methode schon aufrufen. Warum? Ja, weil wir diese abstrakte Klasse ja gar nicht instanzieren können, sondern erst die reale Factory-Klasse, die wir dann eben mit CSV Logger Factory oder JSON Logger Factory realisieren, dass die erst instanziert werden kann. Und dort ist ja dann GetLogger implementiert. Das heißt, wenn ich jetzt diese LogError-Methode bei einer realen Klasse CSV Logger Factory als Beispiel aufrufe, dann wird die GetLogger-Methode implementiert sein. Dort wird dann ein CSV-Logger zurückgegeben und damit kann ich eben entsprechend diesen Code ausführen. So, und das heißt, in der MyLogger-Variable ist jetzt je nach Factory-Typ entweder ein CSV oder ein JSON-Logger. Und die kann ich jetzt nutzen.
und kann jetzt sagen, okay, my logger do log. Und was will der haben? Der will einen Timestamp haben, der will eine Message haben und will einen Typ haben. Aber nachdem ich jetzt hier die Methode log error habe, kann ich sagen, okay, der Timestamp ist immer genau zu dem Zeitpunkt, wo geloggt werden soll. Der Typ ist immer fest codiert error und die Message kriege ich jetzt über die Parameterliste von log error. Ja, das heißt, ich kann jetzt einfach über die Auswahl log error sagen, dass ich einen Error loggen möchte. Und damit bin ich sozusagen safe. Das heißt, ich muss nicht mehr über den Parameter Type gehen. Und somit kann ich dann auch noch verschiedene andere Sachen beim Error-Loggen machen, wie Mails schicken, was auch immer. Aber ich bin jetzt hier flexibler. Und unten sehen wir dann kann ich Log-Warnings eben realisieren und kann so verschiedene Logging-Qualitäten implementieren. Gucken wir uns der Vollständigkeit halber nochmal eine reale Implementierung einer wirklichen Factory an, in dem Fall die CSV Logger Factory. Die hat jetzt einfach nur den Konstruktor, wo ich eben File Parse und File Name und ich hänge halt hier jetzt einfach noch die Extension ran, aber das ist jetzt einfach nur nebenbei Geplänkel. Entscheidend ist hier die Implementierung der abstrakten Methode getLogger, wo ich einfach nur sage, okay, du bist jetzt hier oder ich bin jetzt eine CSV Logger Factory, ergo gebe ich einen CSV Logger bei der Methode getLogger zurück. Das ist eigentlich alles. So, und hier sehen wir jetzt auch, dass ich auf die Instanzvariablen FileName und FilePath zurück oder eigentlich CompleteName dann aus dem Konstruktor der Superklasse drauf zugreife. Deswegen kann hier diese Factory-Methode nicht statisch sein, im Gegensatz zur einfachen Factory-Methode. Bei der Nutzung sehen wir hier, dass ich jetzt ein CSV-Logger, eine CSV-Logger-Factory erzeugt habe in der Variable LogFact. Und jetzt kann ich einfach sagen hier Punkt LogError. Und jetzt muss ich hier noch die Message angeben. Und damit nutze ich jetzt meine Logger Factory zum Loggen, nicht den Logger in der Situation. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Oftmals heißen diese Klassen, die jetzt als Factory konzipiert sind, gar nicht Factory, weil ich nutze sie für das Logging. Das heißt, diese Mechanik, die im Hintergrund steckt, dass ich eben über eine Factory-Methode einen Konstruktor aufrufe, die sehe ich dann da gar nicht mehr an der Stelle. Ja, es ist nicht immer so, aber hier in dieser speziellen Situation ist es tatsächlich so. Und ich wollte hier an der Stelle einfach mal hinweisen, dass eben eine Factory-Klasse nicht immer zwingend irgendwie Factory im Namen hat, weil sie einfach sozusagen intern eine Factory implementiert, aber für die Nutzung der eigentlichen Logging-Funktionalität in unserem Fall, ich das eigentlich gar nicht nach außen herausgeben muss, sondern ich sage einfach nur Log Error und dann passiert alles andere im Hintergrund, ohne dass ich das merke. Gut, rekapitulieren wir nochmal ganz schnell. Wir haben hier bei dem typischen Factory Pattern einen abstrakten Erzeuger. Ja, das ist die abstrakte Factory sozusagen. Dann gibt es ein abstraktes Produkt. Das ist in unserem Fall das Interface des Loggers gewesen. Und dann gibt es die konkreten Erzeuger. Das war bei uns einmal die JSON und einmal die CSV Factory. Und die konkreten Produkte. Das war der CSV Logger und der JSON Logger. Das ist so das typische Bild für das Factory Pattern, wie es durchaus auch schon in der einen oder anderen Prüfung mal dran kam. Und manchmal verzichtet man dann auf konkrete Erzeuger A und B, sondern steht dann nur konkreter Erzeuger, das konkrete Produkt und dann abstrakter Erzeuger, abstraktes Produkt. Das ist so das, wie gesagt, das typische Bild eines Factory Patterns nach dem Entwurfsmusterbuch der Gänge vor. So, wir nennen das Ganze Erzeug oder das Ganze gehört zu den Erzeugungsmuster oder Erzeugermuster oder Creational Pattern. Und das Entscheidende ist, ich verfolge hier das Offen-Geschlossen-Prinzip. Das heißt, geschlossen ist die gesamte Mechanik innerhalb meiner Produkte in dem Fall und
offen ist eben die Möglichkeit, das Ganze eben zu erweitern. Und ja, damit, das ist ja die ganze Idee hinter dem Offen- und Geschlossen-Prinzip. Dann verstecke ich die Details um die tatsächlichen Produkte, weil ich eigentlich in meinem Code, wenn ich denn wirklich meine Produkte nach außen führe, nur noch mit den Interfaces arbeiten muss. Das heißt, ich habe hier eine saubere Entkopplung der tatsächlichen Implementierungen von der Nutzung. Und genau, und dann habe ich ja auch schon gesagt, dass die konkrete Factory neben der Erzeugung des eigentlichen Produktes oftmals eben auch andere Aufgaben hat. Das haben wir eben gesehen in unserem Beispiel, dass ich diese Factory nicht zum eigentlichen Locken verwende, sondern eben das Ganze nochmal einbette in eine andere Funktionalität, indem ich es dann einfach auf Log Error oder Log Warnings dann hochgehoben habe. Und deswegen nutze ich sie nicht als Erzeugung, die Factory, sondern ich habe eben unsere Logging Factory zum Loggen tatsächlich genutzt. Ja? Wie gesagt, muss man nicht zwingend so tun, aber ist ein ganz schöner Nebeneffekt, der gerne auch mal genutzt wird. Der nächste Bereich, über den ich sprechen möchte, ist jetzt die Abstract Factory Pattern. Das ist tatsächlich auch ein also Gang of Four Pattern, das propagiert wird. Ich werde das jetzt hier nicht ganz so intensiv behandeln, weil wenn ich das normale Factory Pattern kapiert habe, ist die Abstract Factory Pattern eigentlich nur noch mehr oder weniger logische Erweiterung. Aber gehen wir es mal ganz kurz durch. Und zwar, ich habe jetzt wieder eine Applikation, die sie hat in irgendeiner Form die Notwendigkeit, etwas zu loggen. Ja, das heißt, ich brauche irgendeine Funktionalität, die irgendwas loggt. Und ich sage jetzt mal, ich logge das jetzt in ein JSON-File rein. So, und jetzt kommt die Erweiterung. Ich hätte jetzt auch gerne eine Funktionalität in dieser Applikation, die die Daten aus diesem File wieder rausliest. Ja, also nicht nur loggt, sondern auch wieder rausliest. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn ich jetzt aber nicht in JSON reinloggen möchte, sondern beispielsweise in ein CSV-File, dann habe ich jetzt eine gewisse Abhängigkeit. Das heißt, je nachdem, ob ich jetzt JSON logge oder CSV logge, muss eben die Logging-Funktionalität und die Lesefunktionalität die gleiche Sprache sprechen. Ja? Also es macht es keinen Sinn, in JSON zu loggen und beim Lesen CSV zu erwarten. Das heißt, ich habe hier eine Abhängigkeit zwischen den Logging- und den Lesevorgängen. Und das ist jetzt sozusagen hier das Besondere an der Abstract Factory Pattern. Gut, legen wir das Ganze auf. Ich habe jetzt hier meine Applikation und ich habe jetzt hier einen CSV-Reader und einen CSV-Writer. Ja, also Logging, Writer, Reader, Lesen. Okay. Das gleiche habe ich jetzt auch für JSON. JSON-Reader, JSON-Writer. Das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen für CSV und für JSON meine beiden Funktionspaare gebildet. Ja, das sind in unserem Fall jetzt nur Paare, aber das Ganze kann man ja beliebig jetzt erweitern. Jetzt habe ich einen Erzeuger für JSON und einen Erzeuger für CSV. Und die erzeugen mir jetzt einfach entweder ein Reader oder ein Writer. Und das sind jetzt wiederum meine Factory-Methoden, wo ich eben meine Konstruktoren einfach drin rein versenke. So, das heißt, der Reader erzeugt also mein JSON-Factory erzeugt einen JSON-Reader und einen JSON-Writer und der CSV-Erzeuger erzeugt eben einen CSV-Reader oder einen CSV-Writer. Okay, wunderbar. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein Interface, damit ich in meiner Applikation sowohl den JSON-Erzeuger als auch den CSV-Erzeuger nutzen kann, logischerweise, weil dieses Interface mir dann eben die Flexibilität eben erst ermöglicht, einen von den beiden einzusetzen. So wie vorher auch, das war ja die Entkopplung. Damit das wiederum funktioniert, brauche ich jetzt an der Stelle wieder abstrakte Reader und abstrakte Writer. Das könnte ich theoretisch auch als Interface realisieren, je nachdem, was die Forderungen eben entsprechend an mich herantreten. So,
Und damit habe ich jetzt eben die Möglichkeit, in meiner Applikation über das Interface-Erzeuger zu sagen, okay, ich lege dort jetzt einen JSON-Erzeuger rein und bekomme jetzt einen JSON-Reader und einen JSON-Writer, damit ich den eben allgemein ablegen kann, sind die Variablen in meiner Applikation eben nicht vom Typ JSON-Reader, sondern vom Typ abstrakter Reader, wo ich dann eben JSON einlegen kann oder eben auch bei Bedarf einen CSV-Reader reinlegen kann. Ja, also im Prinzip das gleiche Prinzip, was wir vorher auch hatten, aber, und das ist vielleicht jetzt der Unterschied, dass ich in meiner Applikation jetzt meinen tatsächlichen Erzeuger als Erzeuger nutze und dann wirklich diese tatsächlichen Produkte im Vordergrund stehen. Das heißt, dort würde wahrscheinlich der Erzeuger eher Erzeuger oder Factory heißen, aber das kann jeder machen, wie er möchte. So, auf weitere Implementierungen von abstrakten Factory verzichte ich jetzt mal, weil das eigentlich nur Teilelemente der tatsächlichen des Factory Patterns beinhaltet. Insofern glaube ich, sollte das jedem einigermaßen klar sein. Ja, das war so viel zu dem Thema. Ich glaube, aus diesem ganzen Themenkomplex sollte man im Wesentlichen zwei Sachen mitnehmen. Das eine ist eben diese einfache Factory-Methode, die statische Methode, die über Parameter dann einfach auswählt, welche Konstruktor aufgerufen wird, damit eben das korrekte Objekt zurückgegeben wird. Und das Factory-Pattern, das es mir eben ermöglicht, mit Hilfe von Interfaces bzw. abstrakten Erzeugern oder Factories, Klassen dann entsprechend die richtigen Produkte zu erzeugen. Wie das Ganze dann eben in der Implementierung aussieht, ist zu vielschichtig, um das jetzt hier komplett allgemein zu erklären. Aber ein Stichwort möchte ich hier noch kurz loswerden, gerade bei irgendwelchen Implementierungsframeworks oder Grafikframeworks und so ein Kram wird sowas durchaus genutzt. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Locking-Beispiel müsste eigentlich schon alle Fälle beinhalten, die für uns wichtig sind. Und insofern haben wir das Ganze jetzt in ja, etwas über einer halben Stunde abgehakt. Ist kein Rekord, aber einigermaßen hoffe ich im Rahmen. Ja, von der Planung her, ich glaube, das nächste Pattern wird sehr wahrscheinlich das Singleton sein. Das wird sehr viel kürzer sein, weil es ein sehr, sehr billiges und einfaches Pattern ist. Aber das hat durchaus auch seine Relevanz, auch in den Prüfungen. Insofern wird das wohl das nächste Video sein. Also bis dahin dranbleiben und bis zum nächsten Mal.